Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Folge hier von Tom Eul. Und in der letzten Folge hat er gesagt, er hat ja etwas für uns. Ja, das Super-Silo. Das nehmen wir. Ob sich das jetzt schon lohnt, das weiß ich nicht. Was hat er denn hier für uns? Oh. Lohnt sich das für 3000? Die Leute sagen, für 3000 lohnt sich das. Na gut, dann gucken wir mal, was für Investments wir machen können. 3%. Um die 18 müssten das sein. Vielleicht kriegen wir es für ein bisschen weniger. Und wir haben wieder zugeschlagen. So. Und dann gehen wir nochmal in die Lande. Ja, die hat ein bisschen mehr als wir. Das ist richtig. 51. Seht ihr? Seht ihr, was ich meine? Da sind sie. Die ganzen Geier. Ich glaube, das nächste Öl hier oben, viel finden wir hier oben. Die prügeln sich jetzt alle hier, um in die Nähe zu kommen, weil ich da so extrem viel hatte. Und dann gucken wir mal, ob sich das für uns alle gelohnt hat. Außer es fällt weiter, dann gehe ich nach rechts tatsächlich. Ich mach das jetzt mal, egal ob mir dann das Geld fehlt oder nicht, aber... Oh. Ich hab nur schon mal. Ob uns das Glück bringt, ich weiß es nicht. Oh, direkt Angebot, nice. Wenn die nicht mal so kleine Summen mitnehmen würden. Wo hat er denn da was gefunden? Oh, da unten. Scheint aber zumindest noch nicht, oder hoffentlich nicht das kleinste Umfeld zu sein. Dann gucken wir mal weiter. Drei davon können wir holen. Das machen wir auch. Pferd. Und noch ein Pferd. Hatte der eigentlich wirklich komplett bei der Spiritschwein weggeguckt? Ja, ne? Krasser Typ. Der kommt. Die Spiritschwein wäre deutlich teurer gewesen. Ganz, ganz krass. Und ich glaube, wir haben ein leicht schlechtes Stück Land geholt. Habe ich so ein Gefühl. Wir graben das gesamte Stück Land um. Oh, das ist aber nicht das, was er meint an Öl, ne? Er meinte tatsächlich das da unten. Sag doch was!
Das sind so große Felder, die werde ich ja sonst nicht leer pumpen können in absehbarer Zeit. Was? Da hinten in der Ecke? Ganz, ganz, oh Gott. Reichlich Gas, daraus möchte ich gerne was machen. Und schon wieder so ein relativ großes Ölfeld. Ich kann die verbinden, dann habe ich einen Supertank. Wo noch ein bisschen mehr reinpasst. Was wir halt nicht mit Öl und sowas machen können, also mit vernünftigen Preisen, naja, da schieben wir einfach mal einen riesen Silo hin und dann machen wir damit Gas und versuchen es dann damit mal. Vielleicht bauen wir noch zwei Riesensilo. Mal gucken. Ach, nicht noch mehr Öl. Ehrlich? Da unten. Ich will die Gasvorkommen jetzt echt mal nutzen, die wir haben. Und für den Preis fange ich schon mal an, ein bisschen zu verkaufen. Es ist halt gut. So. Wir bohren die Strecke hier noch aus, damit hier noch schneller das Öl rauskommt.
Wir müssen mal gucken, wie viel Öl hier noch tatsächlich drin ist. Nicht mehr viel. Auch nicht mehr viel. Dann passt das ja fast. Überall nicht mehr viel. Cool. Also, mittelcool. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nur noch ein einziges. Überall kommt der ganze Rest schon zu tragen. So. Sehr gut. Jetzt dürfte ja nirgendwo mehr Gas vorkommen sein, oder? Ich schicke meine Maulwürfe los. Verteilt sich jetzt einfach im ganzen System. So viel Geld haben wir noch gar nicht, aber vielleicht kommt das ja noch. $2,50 Auszeichnung und es geht noch weiter. Wir werden noch mehr Auszeichnungen vielleicht kriegen. Vielleicht kriegen wir sogar drei. Geil. Das wäre mega. Na, $3? Auszeichnung $3. Hallo, $3. Ah, dafür gibt es keine Auszeichnung mehr. Das ist ja interessant. Ah, jetzt geht's runter. Trotzdem $3. Geil. Hat sich tatsächlich gelohnt, diese Investition in die Supertanks. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so krass auszahlt. So, und da sind wir im November fertig. Krass. Krass. 65.000! Alter! Da geht er nicht einer ab, oder? $65.000 und ihr mit euren 15. Gönnt mich mal. Alter, fette Scheiße. Wir haben fast 100.000. Alter Schwede. Also, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat und hier habe ich nun echt Kohle rausgeholt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben zurück. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und in einem anderen Let's Play. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.